Ich verstehe nicht ganz. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Es war Dezember. Ein schreckliches, feuchtkaltes Wetter. Ich sollte an diesem Abend in der Pariser Oper die Tatjana singen. Bereits am Morgen versagten jedoch meine Stimmbänder. Ich wäre fast verrückt geworden. Kein einziges Medikament wirkte. Ich weiß nicht wie, aber George, der Barman des Hotels Murray's, hatte von meinem Unglück erfahren und ließ mir einen speziell von ihm gemixten Cocktail bringen. Ein merkwürdiges Getränk. Doch es wirkte Wunder. In kürzester Zeit war meine Stimme wieder da. Fantastisch! Damit haben wir die Lösung. Wir werden Ihnen diesen Cocktail zubereiten. Mein liebes Kind, ich fürchte, das wird unmöglich sein. George hat mir nie das Rezept verraten. Dazu genoss er es viel zu sehr, sich durch dieses Geheimnis unentbehrlich zu machen. Dieser George wird es mir verraten. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich will. Ach du lieber Gott, jetzt sollen wir auch noch einen Drink mixen? Vor allen Dingen, wo kriegen wir das Rezept jetzt her? Sie müssen unbedingt mit mir nach Komkolsgrad kommen. Nur unter dieser Bedingung werde ich meinen Zug wiederbekommen und meine Reise fortsetzen können. Ihren Zug? Ja, ich verfolge meine Mission an Bord einer ungewöhnlichen mechanischen Lokomotive, die übrigens von einem Automaten gesteuert wird, der mit Ihrem James verwandt zu sein scheint. Hören Sie, James? Ein Automat? Sie haben einen Zwillingsbruder. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die einen so ungewöhnlichen Diener hat. Mit Verlaub, gnädige Frau, Ihre Worte erstaunen mich. Und dass ich es bis heute bei Ihnen ausgehalten habe, macht mich schon zu etwas Besonderem. Oscar ist nicht mein Diener. Er verfügt sogar über eine recht große geistige Unabhängigkeit. Er kann manchmal recht dickköpfig sein. Ganz wie Sie, James. Ist das nicht lustig? Dann wird sich die gnädige Frau sicher auch nicht wundern, dass ich ihr dringend von einer Reise abrate, die sehr anstrengend sein dürfte. Darüber entscheide ich, James, ich allein. Ich hätte Ihren Automaten gerne einmal kennengelernt, Fräulein Walker. Wo ist er? Er ist mit dem Zug in Komkolsgrad geblieben. Der Direktor hat sich seine Hände ausgeliehen, um sie dem Pianistautomaten anzulegen, der sie begleiten soll, wenn sie dort singen. Wie reizend. Noch ein Automat. Und dazu noch einer, der für mich spielen kann. Oh, warum hat mich nur meine Stimme verlassen? Ja, ich habe keine Ahnung. Dann machen wir noch mal Helena. Sie müssen ein wunderbares Leben gehabt haben. Oh, wunderbarer noch, als Sie es sich vorstellen können. Ich habe die größten Arien des klassischen Repertoires in den prunkvollsten Konzertsälen der ganzen Welt gesungen. Oh ja, mein Kind. Viele lagen mir ab den ersten Noten bereits zu Füßen. Und wie viele Gläser und Herzen habe ich zum Bersten gebracht. Daran zweifle ich nicht. Und dann nimmt uns eines Tages die Krankheit, was das Leben uns geschenkt hat. Meine Stimme wollte mir nicht mehr gehorchen. Dann kamen die immer häufigeren Migräneanfälle und mit meiner Gesundheit ging es bergab. Man schickte mich schließlich hierher zur Kur. Und aus einem kurzen Aufenthalt wurden lange, lange Jahre. Aber Sie scheinen doch bei bester Gesundheit zu sein. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Naja, senil bist du auf jeden Fall noch nicht. Okay, jetzt haben wir hier alles. Ich will Sie nicht länger beanspruchen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude, liebes Kind. Sie sind eine charmante junge Frau und Ihre Gesellschaft hat mir gut getan. Ja, noch bist du mich auch nicht los. Ja, jetzt haben wir hier alles durchgequatscht. Aber wo kriege ich denn jetzt das Rezept her? Sagt sie nicht. Frau Romanski, wäre es möglich, dass... Haben Sie meinen Cocktail? Nein, habe ich nicht. Nein, noch nicht, aber... Da gibt es kein Aber. Wenn ich diesen Cocktail nicht bekomme, werde ich nicht mit Ihnen nach Komkolsgrad fahren. Also worauf warten Sie noch? Hören Sie das, James? Das ist ja unerträglich. Ich bin ganz Ihrer Meinung, gnädige Frau. Diese junge Dame versagt bei allem, was sie unternimmt. Wir sollten dieses Projekt aufgeben. Oh nein, das dürfen Sie nicht. Dieser Cocktail ist für mich ebenso wichtig wie für Sie. Das müssen Sie uns erst mal beweisen, mein liebes Kind. Okay, was war das jetzt für eine Unterhaltung? Sag doch gleich Arschloch zu mir, echt.
Aber hier ist doch noch was, ne? Ach, okay. Was haben wir denn da? Egal, was wir hier haben. Zitronen auf jeden Fall. Wir packen erstmal alles ein. Lass mich mal gucken. Streichfester Honig. Ja, und eine Zitrone. Kristallschale. Ach, guck mal, Wodka haben wir noch. Genau. Sonst kann ich hier nichts angrabbeln mitnehmen. Nö. Okay. Wo kriege ich jetzt das Rezept her? Wartet mal ganz kurz. Wir hatten doch schon, wo war denn das? Hier? Stand es hier mit drin? Ja, hier war doch diese Nummer, wo ich schon angerufen hatte und da war aber, ging keiner dran, oder wie war das? Habe ich mir denn die Nummer aufgeschrieben? Ah, hier. Dann probieren wir das doch mal. Vielleicht ist das der Kerl. Telefon. So, wie war das jetzt? 464336. Wie heißt der? George? George. 43. Dann wollen wir doch mal hören, ob der das ist. Weil eine andere Nummer wüsste ich jetzt auch nicht. Hallo? Ist da das Hotel Meuritz? Hier die Rezeption. Hallo? Ich hätte gern Herrn George gesprochen. Er ist Barmann in Ihrem Hotel. Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie mit der Bar. Fahrstuhlmusik. Super. Hier die Bar. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich hätte gerne mit George gesprochen. George? Sie meinen Herrn George? Ich denke schon. Er war in den 50er Jahren Barmann im Meuritz. Nun ja, wissen Sie. Herr George arbeitet schon lange nicht mehr hier. Worum geht es denn? Man hat mir gesagt, dass Herr George einen ganz ausgezeichneten Cocktail mixt, dessen Rezept nur er kennt. Ich müsste unbedingt dieses Rezept wissen. Es ist wirklich äußerst wichtig. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber wissen Sie, bei all den Cocktails, die der gute alte George so kannte, ein richtig guter Barmann. Seinen Ruf hat er sich verdient. Er hat uns alle seine Rezepte dagelassen, als er ging. Welches genau suchen Sie denn? Ich weiß nicht. Es gibt sehr viele, sagen Sie. Und ob? Der Paris-Peking, der Enigma, der Baikal, der Blue Helena, der Red An. Helena, ja, der muss es sein. Der Blue Helena. Gut, ich schau mal nach. Der Blue Helena, also. Eine Dosis Wodka, eine Dosis Curaçao Blau, eine Dosis flüssiger Akazienhonig, eine Fingerbreite Zitronensaft und etwas Eis. Ordentlich schütteln und hopp. Perfekt. Ich danke Ihnen, mein Herr. Sie haben mir sehr geholfen. Okay. Hätte ich das jetzt aufschreiben müssen? Also Wodka haben wir, Zitrone haben wir, Honig haben wir. Aber wir haben kein Eis. Okay. Was war denn jetzt hier mit diesem Ding? Aha. Was ist dann das? Das ist eine Kuh. Ach, hier. Ah. Was ist das? An und aus? An und aus. Da gibt's wahrscheinlich Eis. Eine Kuh? Milch? Zitrone? Was ist das? Keine Ahnung. Und das ist dann Mixen und... Aha. Hä? Da ist aber ein Notenzeichen. Okay. Was ist das? Ach du lieber Gott. Da ist das Notenzeichen. Champagner. Da ist so ein Zeichen auf Cognac. Cognac. Weißwein, Rotwein, Champagner, Minzlikör, Blue Curaçao. Oh, hier Blue Curaçao brauche ich, ne? Wie kriege ich das? Uah. Ich habe keine Ahnung. Wie kriege ich das? Ich weiß es nicht. Kann ich hier noch irgendwas? Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ah, warte mal. Das ist doch eine Zitronenpresse. Da kann ich doch... Ah ja, Zitronenpresse. Okay, dann haben wir die Zitrone ja schon mal drin. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Da kann ich irgendwas reinmachen. Eventuell den Wodka? Ja. So, hier ist auch noch was. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ach, Kate, ja, frag dich mal als, wie das funktionieren soll. Wir werden das schon rausfinden jetzt. Da kann ich noch was reinmachen. Den Honig vielleicht.
Aber der ist streichfest. Den kann ich auch wieder mitnehmen. Also mit dem Honig, das ist noch nicht richtig. So, nehmen wir mal die Kristallschale. Aber die kann ich... Ich dachte, ich könnte die hier hinstellen. Ja, aha. So, so. Okay. Einschalten. Eis, machen die immer zuerst Eis rein? Jetzt hat irgendwo was geklimpert. Eis. Und dann, weiß ich auch nicht. Zitrone. Okay. Eis und Zitrone haben wir jetzt schon drin. Da tut sich nichts. Kriege ich denn dieses komische Blue Curaçao her? Das verstehe ich nicht. So. Mixen. Ah, mixen. Alles klar. Ach, das ist ja geil. Guck doch mal. Ja, aber das ist nicht fertig. Da fehlt noch was. Das ist mir klar. Jetzt trink das doch nicht. Ich weiß doch, dass da was fehlt. Das ist noch nicht gut. Was ist denn das für ein Gebräu? Wollen Sie mich vergiften? Das ist ein Blue Helena. Unmöglich. Die Farbe war ganz, wie soll ich sagen, anders. Und der Geschmack war mehr, verstehen Sie? Und die Konsistenz war nicht so... Eines ist jedenfalls klar. Dies ist kein Blue Helena. Nun geben Sie sich doch ein bisschen mehr Mühe. Gut, dann versuche ich es eben mit einer anderen Mischung. Ja, aber wir brauchen dieses Blue Curaçao-Zeug. Oh gut, hier unten ist jetzt kann ich nicht mehr, ne? Wo kriege ich denn Blue Curaçao her? Ja, ja. Okay, den Honig kann ich wieder mitnehmen, ja. Der ist auch nicht in Ordnung. Streichfest. Aber da habe ich schon eine Idee. Aber wo kriege ich Blue Curaçao her? Die Kuh? Das kann ja jetzt nicht sein, dass die Kuh für... Nee, ich will es gar nicht wissen. Nee, ist gut. Wir gehen hier erstmal weg. Ich will gucken, ob das mit dem Honig geht, wie ich mir das hier denke. Steht hier irgendwo Blue Curaçao? Zufällig? Hier könnte echt mal einer aufräumen, ne? Also, ich meine ja nur mal. So, ich wollte... Das würde nämlich, wenn man überhaupt von Sinn sprechen kann, dann würde das eventuell Sinn machen. Die beiden hängen immer noch hier. Habt ihr Blue Curaçao? Meine Herren, könnten Sie mir vielleicht... Ich bin ratlos. Diese Verteidigung macht mich ratlos. Ich bräuchte wirklich... Blue Curaçao. Aber dann... Okay, ich habe schon verstanden. Also mit denen hier kann ich hier gar nichts anfangen. Kann das sein? Nee, da quatscht sie nur noch mal mit dem. Ach, Mist, aber auch. Jetzt habe ich ihn angeklickt. Müssen wir warten. Ja, der muss erst seinen Zug machen, ist klar. Meine Herren, könnten Sie mir vielleicht... Ich bin ratlos. Ich bräuchte... Der Springer. Aber da... Okay. Ja, okay, hier will ich hin. Da war ich doch der Meinung, dass es hier blubbert. Mhm. Mal den Honig, jawohl. Das geht nämlich. Damit können wir den Honig aufwärmen. Dann haben wir den doch schon mal, hoffe ich, flüssig. Wunderbar. Aber wo kriege ich Blue Curaçao her? Flüssig, genau. Eventuell... Ach, ich weiß auch nicht. Da vorne bei dem Blödmann. Bei dem Poitier eventuell. Vielleicht hat der was. Hier war ja nichts mehr, ne? In der Besenkammer werden sie ja keinen Alkohol stehen haben, nehme ich an. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kann ja nochmal gucken. Ne, gut. Schade. Schade.
Alter, wie lang kann so ein Fußballspiel gehen, frage ich mich, ne? Ja, Dong Dong hier. Ding Dong, hast du Blue Curaçao? Komm, du siehst eh nichts auf deinem Bildschirm. Jetzt komm hierher und gib mir Alk. Ich möchte mich für den Springbrunnen entschuldigen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Schaden angerichtet, aber es war für mich die einzige Lösung, um Frau Romanski zu sprechen. Ach, alles nicht so schlimm. Wer guckt ihn denn noch an? Also sind Sie jetzt eine Freundin von Frau Romanski? Ich frage mich nur, was Sie ihr erzählt haben, um so schnell Ihre Gunst zu erwerben. Ich habe sie nur gefragt, ob sie damit einverstanden ist, in einer Fabrik zu singen. Diese Frau? Singen? Es ist schon eine Ewigkeit her, dass die Romanski ihre letzten Arien geschmettert hat. Es würde mich sehr wundern, wenn sie sich darauf einlässt. Man kann nie wissen. Ich bin optimistisch und dickköpfig genug. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, gnädige Frau. Ja, und hast du jetzt mal hier ein bisschen irgendwie, ne, Dingens für mich? Ich bräuchte mal Hilfe. Sie haben nicht zufällig eine Idee, was mir bei meinen Recherchen helfen könnte? Früher vielleicht, aber das ist nun unmöglich. Also, Sie glauben, dass Frau Romanski nicht noch einmal singen möchte? Ich glaube nicht, nein. Okay, das hilft mir alles nicht hier, ne? Es ist wirklich schade, dass nicht mehr Gäste in Ihr Hotel kommen. Unsere Glanzzeiten sind vorbei, so ist das nun mal. Und das macht Sie nicht traurig? Warum sollte ich traurig sein? Ich hatte die Gelegenheit, hier den Größten der Welt zu begegnen. Auf Wiedersehen, ja, Herr das hatten wir Sie schon. Sie haben Ihre Meinung nicht geändert? Ich könnte Ihnen die Königssuite... Vielen Dank, aber ich... Ja, wenn ich jetzt kein Blue Curaçao finde, dann überlege ich es mir nochmal. Vielleicht bleiben wir dann doch hier 2 bis 12 Nächte. Ja. Ach nee, das ist er schon Herr wieder. Felix? Ach. Was kann ich für Sie tun, gnädige Frau? Nee, du kannst nichts tun. Ich gehe dann mal, Herr Felix. Bis zum nächsten Mal, Fräulein Walker. Gut, also bei ihm gibt's keinen Stoff. Verdammt. Wo kommt dann jetzt Blue Curaçao her? Ich kann ja wirklich nochmal probieren, das mit der Kuh, aber das macht mir jetzt irgendwie keinen Sinn. Die Kuh scheint eher Milch irgendwie zu sein, oder nicht? Ich kann eigentlich auch hier lang, ne? Können wir hier nochmal gucken, aber hier war da nichts mehr. Nö, hier war da nichts mehr. Dieses komische... Ja. Nee, das will ich nicht. Dieses komische Ding, was wir da eben hatten. Partitur. Blue Curaçao. Der Notenschlüssel zeigt auf Champagner. Und hier unten dieses Zeichen steht auf Cognac. Kann man das denn nicht irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Es greift das hier gerade nicht. Den Sinn von diesem Ding verstehe ich gerade nicht. Was ist das hier? Jetzt ist es auf den Notenschlüssel, ne? Aber ich kann ja nur... Ja. Ich kann nur nach da... Mal gucken mal. Was ist da? Da ist der Blue Curaçao. Das ist ein schwarzer Punkt. Tequila ist orange. Ey, ich kapier diesen Zettel nicht. Auf jeden Fall haben wir flüssigen Honig. Der kommt jetzt erstmal da rein. So. Ja, angeschaltet ist das Ding ja jetzt. Wie machen die denn das immer? Also erst Eis rein, oder? Ja. Und dann würde ich sagen, den Wodka. Auf den Wodka, wenn vielleicht hier Blue Curaçao rauskommt, ich weiß ja nicht. Ich könnte schwören, das ist Milch. So, obendrauf ein Spritzer Zitrone. Und dann kräftig schütteln.
Und jetzt bin ich gespannt. Da kommt dein Milchshake. Ja, nicht schnüffeln. Oh Gott, sie trinkt's noch nicht mal. Was ist denn das für ein Gebräu? Wollen Sie mich vergiften? Das ist ein Blue Helena. Unmöglich. Die Farbe war ganz, wie soll ich sagen? Ja, gut, ist gut, er war's nicht. Ich weiß nicht, wo ich Blue Curaçao herkriege. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, mixen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, eure Trin.